Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. So, wie schon im letzten Video angeteasert, sind hier meine Polster. Die Polster habe ich diverse Online-Hersteller geordert. Hat mich ungefähr 200 Euro gekostet, also nichts Werbegeschenk oder so, also alles selber bezahlt. Maßanfertigung, die sind vom Gewicht her belastbar bis 90 Kilo. In der Dicke 9 cm und die Längsmaße, die packe ich euch unten in die Beschreibung rein. Sie sind individuell auf die Kiste angelegt. Jetzt kann man natürlich hingehen und kann sich diese Polster auch vom Hersteller direkt beziehen lassen. Kostet aber pro Stück mal 75 Euro extra. Was dann bei 4 Polsterschuhen zum Euro ein bisschen was rauskommen lässt. Da ich ja relativ günstig fahren will und nicht so viel Geld jetzt in die Polster rein investieren will, sondern so einfach wie möglich das handhabe, habe ich was Cooles gefunden. Und zwar gibt es auf dem Markt Bündchenstoff. Die, wo viel näher unter euch, die kennen das jetzt wahrscheinlich, denken sich, oh, Idiot, das gibt's doch schon ewig. Ich habe das jetzt nicht gewusst, ich war total begeistert, weil ich das gesehen habe. Bündchenstoff ist so Schlauchware, Meterware, in verschiedene Farben, verschiedene Durchmesser und dehnbar. Ich habe mir jetzt hier Bündchenstoff in dunkel-türkis gekauft. Das ist das hier. Das hier ist jetzt mein Musterteil. Ich habe erst mal ein Musterstück beordert, um einfach mal zu gucken, ob das so funktioniert, was ich vorhabe. Aber der Rest kommt heute. Ich habe es vorher schon mal drüber gezogen. Vor ein paar Tagen schon mal drüber gezogen. Habe es ausgetestet und fand es einfach mega gut. Weil es einfach so funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Und der Rest kommt heute. Das muss ich dann zuschneiden. Das hoffe ich, kann ich nachher auch noch filmen. Aber jetzt zeige ich euch erstmal anhand von einem Teil, was ich genau vorhabe mit dem Zeug. Also wie gesagt, Bündchenstoff, Schlauchware. Das hat jetzt einen Durchmesser von 50 cm. Kann man aber ja noch ordentlich dehnen. Stoffqualität her bin ich echt begeistert. Das ist ein richtig schöner Stoff, also auch richtig schön fest. Kann man echt nicht maulen. Wie will ich jetzt vorgehen und aus dem hier in Bezug für das jetzt mache? Ich habe mir Folgendes überlegt. Ich werde jetzt den Stoff hier drüber ziehen. Jedes von den Teilen nachher hinten einfach mit einem geraden Stich zunähen lassen. Ihr könnt mir auch vorstellen, dass ich mir vielleicht Druckknöpfe dran mache. Das wäre die andere Option. Natürlich gehe ich nachher hin und packe euch alle Links, alles was ich über die Polster habe, Verkäufer, wo ich das habe, packe ich euch nachher alles in die Videobeschreibung. Ne? Also alles was ich hier benutzt habe, findet ihr dann in der Beschreibung. Dann fangen wir mal an, den Spaß hier zu beziehen. Das ist jetzt ein bisschen ein Teil, wo halt ein bisschen fummelig ist. Aber es geht. So kann sich das auch sehen lassen. Sieht doch nicht mal schlecht aus, würde ich sagen, ne? Und jetzt habe ich mir überlegt, wahrscheinlich hier hingehe. Ich werde definitiv Druckknöpfe nehmen. Das heißt, ich war jetzt kurz im Baumarkt. Sollten wir Druckknöpfe. So Freunde, ich bin jetzt aus dem Baumarkt zurück und habe mir jetzt Druckknöpfe gekauft. Ich probiere es jetzt einfach mal aus. Guck mal die Beschreibung hier an, was drauf steht. Jo, und dann teste ich das einfach mal aus. Wie ist das schön? Learning by doing. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. So, ich weiß jetzt, wie der Spaß funktioniert.
Also gleich ich mir jetzt erstmal Punkte für die Oberteile setze. Wie ihr jetzt ja schön seht, ich mühe mich ziemlich ab mit diesem kleinen Knipser, wo da in diesem Set dabei war. Gebt ein bisschen mehr Geld aus, kauft euch eine anständige Druckknopfzange und ihr habt es viel einfacher. Ich habe mir das Leben schwerer gemacht, wie es eigentlich jetzt sein müsse. Es war einfach nur schrecklich, die Dinger dran zu machen und am Schluss tat mir die sämtliche Finger weh. Ja, es war jetzt für diese Zwecke in Ordnung, aber ich beim nächsten Mal, wenn ich sowas mache, werde ich mir definitiv kein Billigscheiß aus dem Baumarkt holen, sondern was Anständiges, wo man auch gescheit mitarbeiten kann. Jetzt müssen wir mal die richtige Technik rauskommen, wenn man das ein bisschen macht. Nach langem Rumfluche habe ich jetzt das erste Kiste fertig. Ey, das ist so ein Rotz, wenn du nicht wirklich weißt, wie es funktioniert. Finger immer schon weh. Ich hätte mal eine gescheite Zange holen sollen, aber egal. Die Ballere jetzt durch. So. Der erste Stoff ist bezogen. Hebt. Steht jetzt seitlich mit Druckknöpfe dran. Ist eigentlich ganz annehmbar geworden. Ich würde jetzt, dass es nur ein Bruchteil von dem kostet, was es ursprünglich kostet, kann ich da gut mit leben. So. Genau, wunderbar. Kommen noch drei Kissen. Irgendwann war ich von diesem blöden Knipser so frustriert, dass ich dann mir überlegt habe, wie kann ich es mir vereinfachen und bin dann auf die glorreiche Idee gekommen, die Wasserpumpezange zu nehmen zum Zudrücken. Das hätte dann besser funktioniert, aber wie gesagt, eine gescheite Zange wäre einfach besser gewesen. Ich hab's geschafft. Die Polter sind bezogen. Ja, das ist jetzt vielleicht kein Meisterwerk, aber es passt auf jeden Fall. Meine Fresse, ey, mit dem meine Griffel weh, aber vom Feinsten. So eine scheiß Arbeit habe ich noch nie gemacht. Also, die Dinger da, die türkisfarbenen da. Kann man Hase geben, dauert also eigentlich einfach absolut nichts. So, jetzt packe ich die ins Auto und dann schauen wir mal, wie sie sich drin machen. Hier bringe ich jetzt gerade das Klettband, was zum Aufbügeln ist, auf den Stoff auf. Wichtig ist auch, dass man, bevor man drüber bügelt, noch einen anderen Stoff drüber legt. Einfach, dass dieses Klett nicht verschmort, weil das ist ja auch Kunststoff, also relativ temperaturanfälliger Kunststoff, würde ich jetzt mal behaupten. Und sobald man da jetzt mit dem Bügeleisen direkt drüber geht, wird das ganze Ding verschmorgelt. Hier bringe ich jetzt gerade Gaffer-Tape auf dem Deckel von der Kiste an. Das soll dazu dienen, dass nachher das Klettband, das die Klebeschicht hat, besser hebt, weil auf Holz, durch den Staub vom Holz und es hebt einfach nicht richtig, aber auf diesem Gaffer-Tape ist letzten Endes gut gehoben. Also so als kleiner Tipp. Und man kriegt es auch easy wieder weg, wenn mal der Kleber zu stark sein sollte. Einfach das Tape abziehen, dann ist das Klett nachher auch weg.
Hier mache ich jetzt dasselbe wie beim anderen Polster. Ich werde an der Rücksitze die Klebestreife anbringen. Dasselbe Spiel ist dann eben auf dem Polster für die Rücksitze und man hat dann nachher quasi wie eine Couch und die Klebestreife, die Klettstreife dienen nachher dazu, dass das Polster beim Fahren nicht irgendwo rumfliegt, sondern schön an Position bleibt. Funktioniert auch. Was ich aber sehe gerade ist, dass der Hersteller es nicht so mit der Farbgenauheit hat. Heute bin ich fürs Erste fertig. Möbel passen gut rein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Es ist schon ein bisschen ein chaotisches Video jetzt geworden. Ich habe es mir eigentlich einfacher vorgestellt, wie das jetzt letzten Endes war. Bin jetzt aber hier soweit fertig. Und ja, morgen gibt es noch eine kleine Kleinigkeit, was ich noch machen will. Und dann habe ich ja soweit alles jetzt schick gemacht. Und kann die Winter kommen, die gemütliche Jahreszeit. Gemütlich haben wir es jetzt auf jeden Fall hier drin. Also ich bin echt von diesen Polstoffen hier sehr begeistert. Also wirklich richtig, richtig, richtig geil. Also, in dem Sinne, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.